Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir sprechen heute über eine Bracha, über Snack, über Kuchen. Sie wissen, Kuchen, ja, Kuchen. Snack ist Crackers, Kekse, Waffle, Burekas, Kuchen. Burekas ist nicht schlecht. Und Nachash. Snack ist Nachash. Ich glaube, ihr habt alle Hunger, oder? Nein. Okay, also ganz langsam. Es gibt manchmal, wo ein Mensch braucht nicht oder will nicht jetzt richtig essen. Er will nur Nahrung für seinen seelischen Bedarf, nicht für seinen körperlichen Bedarf. Also Brot essen ist elementar, es ist wichtig, es ist nötig. Aber Kuchen, der Körper braucht nicht Kuchen. Wer braucht Kuchen? Die Seele, also der Geist. Etwas eine gute Sache, Apfelstrudel, Schokoladekuchen, Honigleckerkuchen, also gibt es genug. Glieder ist Eis. Eis hat nichts zu tun mit Kuchen. Unser Thema heute ist nur Kuchen. Dann bleib bitte nur bei Kuchen mit seiner ganzen Mischpoche. Kekse, verschiedene Waffeln, Muffins. Was gibt's noch vom Kuchen? Ponchikes, Dufchaniot, gibt's genug gute Sachen vom Kuchen, von dieser Mischpoche. Darum geht's heute. Нам нужен хлеб насущный, как таковой, для нашего тела, а для нашей души нужен какой-то чуть больше, немножко люксус. Это кексы, разные пироги, разные вафли, разные другие пирожные, кондитерские изделия. Окей, in Torah finden wir paar Mal das Wort Kuchen. Wenn die Gäste kommen zu Avraham Avinu, sehen wir, dass seine Frau Sarah geht schnell und backt einen Kuchen. Was heißt backt einen Kuchen? Sie wissen, es gibt allgemeine Gastfreundschaft und es gibt eine individuelle, persönliche. Wenn ein Gast kommt und er bekommt Brot und Salat und Essen, das ist sehr schön. Aber wenn der Gast kommt und gleichzeitig beginnst du Kuchen zu backen, Kuchen hat etwas Persönliches. Kuchen bedeutet, ich gebe dir eine besondere Aufmerksamkeit. Nicht umsonst, der Sekretär von Lubavitcher Rebbe, Reb Yudel Krinsky, er war auch sein Chauffeur. Ein Tag, er fährt dem Rebbe zurück, es war 14. Kislev, und der Rebbe sagt sein Sekretär, sein Chauffeur, heute ist dein Geburtstag, stimmt? Bestimmt, mach deine Frau Geburtstagtorte zu Hause. Und wenn der Rebbe hat gesagt, bestimmt mach deine Frau Geburtstagtorte, es ist bei denen geworden in die Mischpoche, wie weiß man, ob jemand von Familie, Kinder, Enkelkinder, Schwiegersöhne, Schwiegertochter haben Geburtstag? In dem Moment, wo man weiß, man backt Kuchen an dem Tag. Weil dieser Kuchen ist eine spezielle, individuelle, persönliche Aufmerksamkeit zum jemand Kuchen backen. В Торе упоминается несколько раз о том, что печется особенный пирог. Когда печется пирог, это особое индивидуальное внимание человеку. Когда мы узнаем, что в нашей семье у кого-то из наших родственников день рождения, мы сразу начинаем печь для него в этот день пирог, потому что это особый знак, особое внимание этому человеку. Als ich habe meine Schwiegermutter erzählt, das was steht geschrieben in die Schriften, das ist gut am jeden Geburtstag Torte, Kuchen zu backen, sagt sie, ja, das mache ich schon von alleine, jahrelang und noch vorher, die überhaupt hat offen existiert. Sie hat noch gemacht Kuchen auf dem Flamme. Es gibt so einen Wundertopf und man legt die Sachen in diesen Topf aufs
offene Flamme und auf die offene Flamme so backt man so eine Torte. Sirpele, Wundertopf. Und sie sagt das schon jahrelang, schon von bei ihr zu Hause. Immer wenn jemand hat Geburtstag gehabt, hat man für ihn extra persönlich gemacht eine Torte, ein Kuchen. Раньше даже, когда еще не существовало современных печей для выпечки, то уже в семье нашего раввина всегда выпекали торт. Уже даже это было традицией, что в этот день, когда у человека день рождения, для него специально, индивидуально пекли праздничный пирог или торт. Jetzt habe ich erzählt über meine Schwiegermutter. Ja. Это была его Schwiegermutter, теща, да. Yeah. Good. Also, wenn eine isst Waffel, Torte, nicht Käsekuchen, sondern richtig mit Mehl, macht der Bracha Bore Minei Mesonot. Und deshalb, wenn einer kommt zu dir, ein Gast, du fragst ihm nicht, ob er will essen Kuchen. Was fragt man ihm? Ob er will machen a Broche Stickel Mesonis. Was heißt ein Stickel Mesonis? Stickel Mesonis heißt ein Stickel Segelspruch auf dem Kuchen. Das heißt, man nennt diesen Kuchen, anstatt zu sagen Torte, sagt man, komm, ess mit mir ein Stickel Mesonis. Ess ein Stickel Kuchen. Und damit gibt man dem Gast mehr als nur eine Tasse Tee oder Wasser. Kuchen ist schon eine extra schöne Sache, was man gibt einem Gast. Когда гость приходит в дом, его спрашивают, согласен ли он вместе с нами вкусить кусочек пирога и произнести особое благословение, когда этот пирог готовится по-настоящему с мукой, со всеми ингредиентами. И тогда это особый случай, когда произносится благословение и съедается вместе кусочек пирога. Kinder haben lange in die Erinnerung das Gebäck und das Geruch vom Backen zu Hause. Das heißt, ein Kind behält jahrelang den Geruch von Honiglecker, von Brot, von Plätzchen, von verschiedenen Sachen, von Latkes, Sachen, wo hat man richtig gebacken. Backen bedeutet vollkommene Kinder zu machen. Das heißt, das ist eine Stimmung zu Hause, wo dieser Geruch macht reif die ganze Mischpoche. Das ist eine wichtige Sache, zu backen in Stub und nicht zu kaufen. Weil wenn man kauft, fehlt in Stub das gebackene Aroma, Gefühl. Das ist etwas, was ist schwer zu beschreiben, was ist das genau. Aber Kinder erhalten sehr stark den Geruch von das, was hat man gebackt zu Hause. Und deshalb hat der Rebbe gesagt, mindestens soll die Kinder wissen, dass jeden Geburtstag hat man für denen was gebackt und dann haben sie auch ein Bild. Ich habe gehört, dass einmal war eine Junge, er hat gesehen sein Albumfoto und er hat gesehen, jedes Jahr seine Eltern machen eine Torte, 1, 2, 3, 4. Und er ist so dankbar für diese Bilder, weil da denkt er, dass seine Eltern haben ganzes Leben gebackt. Aber diese Erinnerungen sind sehr, sehr wichtig zu backen. Каждый ребенок выносит из детства воспоминания и запахи, и то ощущение, что происходит, когда в семье дома печется пирог. Это всегда лучше печь всем вместе, с семьей, чем где-то покупать готовые изделия. Потому что вот эта вот память остается на всю жизнь. Вот это запахи все, все, что это происходит вокруг. И многие дети имеют с детства фотографии, когда на их праздничном торте вначале появляется цифра 1, потом 2, потом 3. И дети очень благодарны родителям за вот эту атмосферу семьи. У них складывается ощущение, что это вот дом, что там всегда пеклось. Поэтому очень важно
печь в семье, а не покупать где-то готово. Wenn ein Mensch will morgen früh richtig beten zum Gott, soll beten mit einer leeren Magen. Weil einem Mangel, wenn ein Mensch fehlt ihm etwas, betet doppelt so tief und so intensiv. Aber wenn ein Mensch hat einen vollen Bauch, wenn hat schon genug gegessen, ist schon verstopft, fehlt ihm gar nicht, warum soll beten, warum soll davnen? Deshalb gibt es ein Gesetz, morgen früh, wenn ein Mensch will davnen, wenn will beten, soll davnen ohne Essen und ohne Trinken. Soll zuerst davnen und später soll sich frühstücken. Einmal, die Rebbezin Rivka, sie war sehr schwach und sie war die Schwiegertochter von der Rebbezin Machzedek. Und sie war sehr schwach, dass sogar der Arzt von Vitebsk konnte sie nicht helfen. Vitebsk, Vitebsk ist ein Stadt in Russland. Der Arzt von Vitebsk konnte sie nicht helfen. Und sie hat schnell, schnell gedavnt, um später schnell zu essen. Hat ihr Schwiegervater, der Rebbe, zum Arzedek, hat gesagt in Jiddisch, es ist besser zu essen, zu lieb zum Davnen, als zum Davnen zu lieb zum Essen. Übersetzen auf Deutsch, es ist besser zu beten, um zu essen, als zu essen und die ganze Zeit zu denken, Entschuldigung, noch einmal. Es ist besser zu essen, um zu beten, als zu beten und zu denken die ganze Zeit über Essen, ganz genau. Der Rabbi, der Schlomo, in Vitebsk ist geboren der große Maler. In Vitebsk ist geboren der große Maler? Ja, der Chagall. Marc Chagall. Nur? Ich habe gebildete Leute, was glaubt ihr? Ich habe heute was gelernt, dass in Vitebsk ist geboren Marc Chagall. Ich habe nur gewusst, dass in Vitebsk war ein guter Doktor, der konnte nicht helfen, der Rebbe zum Rivka. Okay, weiter. В городе Витебске была жена одного раввина Ривка, и она очень болела. И перед тем, как молиться, она наелась. А говорят, что есть такой, не говорят, а есть в Торе такой закон, что нельзя молиться на полный желудок. Когда человеку ничего не нужно, у него уже все есть, и он сыт, он не будет так хорошо молиться. Когда мы молимся на пустой желудок, мы вдвойне лучше молимся. И поэтому сказал ей даже врач Витебска не мог помочь. И ей раввин сказал, что лучше всего молиться для того, чтобы потом кушать, чем кушать и думать, что потом будешь молиться. А вы что слышите? Sehr gut, also молитва ist beten, stimmt? Ja, ja. Es ist besser zu kuschen, zu denken über die молитва. Und nicht die молитва, und zu kuschen. Ja, gut gesagt, sehr gut, schkoyach. Gehen wir weiter. Es war noch ein Scheuchet, ein Schächter von der Stadt Nikolajew. Der ist Reb Osher von Nikolajew. In den alten Zeiten, es waren nicht Familiennamen. Hat man Menschen genannt nach ihrer Stadt. Jankl von Bobrujsk, Chatzkel von Peterburg und Osher von Nikolajew. Es war ein Scheuchet, hat man ihn genannt Osher von Nikolajew. Einmal ist gekommen zum Rebbe Rashab und sein Ponim ist gewesen sehr blass. Und ein Schächter soll normalerweise nicht fasten. Warum? Weil wenn man fastet und man muss noch arbeiten und schwitzen und blutzen von Tieren, es ist sehr schwierig. Aber der war ein edler Mensch und ein heiliger Schochet. Und diese Arbeit hat gemacht mit großer Gottesfürchtigkeit. Deshalb hat gefastet. Damit soll das machen, Edelkeit und nicht mit blutigen Gefühlen. Als der Rebbe Rashab hat gesehen, dass Reb Osher fastet, hat ihm gleich verlangt, ein Stückchen Kuchen mit ein bisschen Tee. Und hat gesagt, ein Scheuchet darf nicht fasten. Darf haben Kraft zu arbeiten und wenn man isst nicht und man trinkt nicht, man macht Kalle dem Körper. Und der Mesritscher Magid hat gesagt, und hör mal gut zu, das was ich euch sage jetzt.
a kleine Loch in Körper, a große Loch in die Neshome. Wenn ein Mensch vernachlässigt seinen Körper, wenn du hast einen Luftballon und in diesem Luftballon gibt es nur ein kleines Loch, was passiert mit dem Luftballon? Irgendwann geht kaputt. Deshalb Gott hat uns gegeben einen Körper. Und der Körper müssen wir sehr gut aufmerksam gehen. Für was? Weil ein kleines Loch im Körper ist ein großes Loch in die Neshome. Rebbe говорит, что мы должны очень особенно относиться к своему организму, к своему телу, потому что маленькая дырочка точно так же является как бы большой дыркой в нашей душе, точно так же, как в шарике. Большой надувной шарик и маленькая дырочка приводят к тому, что шарик лопается. Мы должны очень хорошо следить за своим телом. И так, например, нельзя тому, кто режет животных, поститься, чтобы он, когда видит кровь, чтобы у него была сила, он должен всегда быть в силе и заботиться о своем теле. И когда Ушер из Николаева решил поститься, и об этом узнал раввин, он его отвел в сторону, дал ему кусочек пирога и чая и сказал, что лучше ты будешь не поститься, чтобы ты имел хорошее тело, и тогда ты можешь выполнять полностью свою работу. Eine von die berühmtesten oder die bekanntesten jüdische Kuchen ist Honiglekach. Was ist Honiglekach? Honiglekach, das ist Honigkuchen. Man nimmt ein bisschen Mehl und man legt da rein Honig und man backt. Das ist eine ganz einfache... Und Eier. Eier, klar. Wir geben nicht Rezepte, wir geben Idee. Okay, gut, mit Eier auch. Schkoyach. Also, es gibt eine von den bekanntesten Kuchen, ist Lekach. Lekach. Es gibt einen chassidischen Brauch, die kommt vom Baal Shem Tov, dass kurz vor Yom Kippur backt man in Stub Honiglekach. Und was macht man? Jeder kommt zu der andere und sagt ihm, gib mir ein Stück Lekach. Und der andere sagt ihm, na dir ein Stück Lekach, sollst du mal gute, süße Jahr. Und du sollst bei keinem nicht beten nächstes Jahr. Also wie heißt dieser Brauch? Warum macht man das? Falls Gott will, dass wir Gott behüte, Gott bewahre, bei jemand nächstes Jahr etwas bitten soll, schnorren, betteln. Niemand will das. Jeder Mensch will von Gott bekommen direkt und nicht von Menschen. Weil von Menschen ihre Geben ist ein bisschen. Und der Schmach, die Schande ist groß. Bei Gott, sein Geben ist groß. Und die Schmach, die Beleidigung ist null. Deshalb kurz vor Yom Kippur gibt es eine tolle Sitte, die kommt vom Baal Shem Tov. Und man sagt einer dem anderen, gib mir ein Stück Lekach. Und der andere sagt, na dir ein Stück Lekach. Er gibt ihm gleich mit Ehre. Und er sagt, Gott soll helfen, du sollst bei keinem nicht nächstes Jahr etwas bieten dürfen soll, beten, dass der Rebbe soll dir alles geben, was du brauchst. Есть такая традиция перед праздником Йом-Кипур, что каждый выпекает хоник-леках, и когда человек приходит к другому и просит у него кусочек традиционно этого хоник. Хоник-леках, я. И тогда дает ему этот человек, у которого просит кусочек этого пирога, со словами, что на и держи этот кусочек, и чтобы тебе Бог дал в следующем все то, что тебе нужно, чтобы тебе не пришлось просить и у кого-то что-то выпрашивать, чтобы у тебя было все, в чем ты нуждаешься. И эта традиция пошла от Баал Шем Това, который это объяснил таким образом. Und nicht nur, dass wir bei niemand bitten soll, beten soll, falls wir müssen doch bei jemand etwas beten, sollen wir das schnell bekommen mit Covid,
mit Ehre, mit Respekt. Und deshalb mein Rebbe, der Lubavitcher Rebbe, hat immer vor Yom Kippur war in sein Zimmer und Tausenden von Chassidim sind gegangen. Ich habe sogar ein Bild zu Hause, wo der Rebbe gibt mir ein Stück Leckach und ich mache so mit der Hand und der Rebbe gibt ein Stück Leckach und sagt, ein gutes, süßes Jahr und man geht weiter. Und ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen, was ist passiert, Sachen mit Leckach, wenn der Rebbe hat verteilt. Es war Jahre Tovshinun. Tovshinun, wann haben sich West-Berlin und Ost-Berlin gemeinsam geworden? 1983. 89. Okay. Jahre 89 ist gekommen von West-Berlin eine zum Lubavitcher Rebbe in New York aus Russland. Sein Name ist Favel Kogan. Favel Kogan kommt aus Russland und er hat sich gewohnt in West-Berlin und gefahren zum Lubavitcher Rebbe. Und als er kam zum Rebbe, Erev Yom Kippur, der Rebbe hat ihm gesagt, das ist Leckach für den ganzen Berlin. Und ein Monat später war das diese Kuchen wirklich für ganzen Berlin. Weil einen Monat später Berlin hat sich vereinigt und die Mauer hat sich gebrochen. Und der Rebbe hat ihm gesagt, für den ganzen Berlin. Und dieser Segen hat wirklich stattgefunden. Und вот эта традиция, она подчеркивает те жизненные примеры, которые случились. Приехал один раввин из России в Нью-Йорк к Любавичу Рейбе и на Ерев Йом-Кипур тоже попросил пирог. И когда ему дали, он сказал это со словами «этот пирог для всего Берлина», потому что он до этого жил только в западной части, и тогда Берлин еще не был, вообще Германия не воссоединилась, были две части. И действительно, когда прошел месяц, вот эти слова, вот это благословление тоже способствовали тому, что после этого Берлин был одним городом. То есть в Германии две части объединились. Es war noch ein reicher Mann, der ist George Rohr. Der war ein großer Philanthrop, der hat sehr viel gespendet, ist gestorben letztes Jahr. Und George Rohr hat jedes Jahr von Rebbe bekommen Leckach, Kuchen. Einmal hat er sich so gefühlt, Schuld. Weißt du, wenn du immer nur bekommst, einmal hast du einen Bedarf, was zu geben. Dann sagt er der Rebbe, Rebbe, ich habe gemacht dieses Jahr für die hohen Feiertage eine Minyan, ein Gebethaus für 130 Leute, die haben keinen jüdischen Hintergrund. Und der Rebbe hat gesagt, Juden ohne Hintergrund gibt's nicht. Jeder Jude hat einen Hintergrund von Avraham, Yitzchok und Jakob. Wir haben alle in dieser Welt Hintergrund von Adam, vom Shem, vom Noach. Wir haben alle Hintergrund vom lieben Gott. Was heißt ohne Hintergrund? Was heißt ohne Hintergrund? Jeden Mensch in dieser Welt hat einen Hintergrund. Один человек, который годами получал кусочек пирога, он чувствовал себя очень таким... У него было ощущение, что он виноват, что он только всегда что-то получает, но ничего не дает взамен. И он построил дом для молитвы для тех людей, как он сказал, для евреев, у которых нету за собой истории. И тогда... Раввин ему сказал, такого не может быть, чтобы был человек без истории. У каждого из нас, у каждого еврея есть за собой история. История Авраама, история Ицхака, история Якова, Ноа, Адама. То есть не может такого быть, чтобы человек был без ничего, без какой-то истории за собой. Noch eine Sache, Leckach. Kuchen macht der Mensch ein bisschen, soll er aufhören zu denken,
klein und soll beginnen zu denken groß. Es gibt Menschen, Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank. Einmal ein Chassid von Haifa, Reuven Dunin, ist gegangen zum Rebbe und der Rebbe hat ihm gegeben ein Stück Leckach und er hat ihm gesagt, das ist für ganz Haifa. Für den ganzen Haifa, Sie kommen von Haifa. Ja. Für ganz Haifa. Und dann hat er geklärt, wie kann er verteilen diese Kuchen für den ganz Haifa. Er hat gedacht, vielleicht wird er gehen zum Stadtbäckerei von Haifa und er wird legen in dem Teig ein bisschen Krummel von diesen Kuchen, denn diese Kuchen wird sein für ganz Haifa. Aber dann hat er gedacht, nein, das ist zu viele Menschen. Er ist gegangen zum Rebbe und er hat gefragt dem Rebbe, was meint der ganz Haifa? Und der Rebbe hat ihm gesagt, die Chassidim von Lubavitch, die wohnen in Haifa. Später Reuven Dunin hat gesagt, ai, 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 was für einen kleinen, knöppeldicken Kopf habe ich. Warum habe ich überhaupt Fragen gestellt? Manchmal ein Mensch, anstatt soll er denken breit, groß, grenzenlos, denkt er wieder klein, knöppeldick und dann muss er verteilen 50 Leute, anstatt zu teilen ganzen Haifa. Wie viele wohnen in Haifa? Jetzt weiß ich nicht. Ungefähr. Viertelmillion, halbe Million. Ja, ungefähr. Nur anstatt Viertelmillion Menschen zu verteilen, verteilt er 50 Familien. Das nennt man Kleindenken. Und er hat gesagt, manchmal ein Mensch soll nicht zu viele Fragen stellen, weil wenn er stellt Fragen, bekommt er kleinknöppeldicke Antwort. Однажды хасид из Хайфа получил тоже пониклеках кусочек, и ему было от раввина сказано, это для всей Хайфы, для всего города. И он начал думать, как же он поделит этот пирог между всеми жителями Хайфа. Вначале он думал, что ему надо пойти в пекарню и положить по несколько кусочков маленьких, большие хлеба и так разделить. И так он и не пришел к решению. И он пошел обратно к раввину и начал его спрашивать, как он это думал, что он имел этим в виду, как для всего города, для всей Хайфы один кусочек пирога. И тогда раввин ему сказал, что надо учиться думать не маленькими, а большими, огромными понятиями. И поэтому этот кусочек для всего города, для всей Хайфы. Noch zwei kurze Geschichten von Rebbe und noch eine kleine Geschichte aus Polen. Und wir sind fertig. Einmal, ein Papa kommt zum Rebbe und er sagt, Rebbe, was soll ich machen? Meine Tochter hat aufgegessen, dem ganzen Stückel Kuchen. Es ist gar nicht geblieben. Magich, kann ich oben noch ein Stückel? Der Rebbe hat ihm gesagt, die Tochter hat gegessen das physische Kuchen, aber die geistige Kuchen ist noch geblieben. Und der Rebbe hat ihm nicht gegeben noch eine. Der Rebbe hat gesagt, die geistige Teil ist geblieben. Genauso wie ein Mensch. Wenn ein Mensch hat gegessen, stimmt, die physische Sache ist vorbei. Aber die geistige Funke, die seelische Kraft, dem Genuss, dem Luxus, das bleibt für ewig. Ein Papa пришел к раввину и сказал, что его дочь съела весь кусочек хониклека. Он попросил его дать ему еще один кусочек, на что ему раввин сказал, что даже если точка съела весь пирог, все равно в духовном понятии, как символ, этот пирог остается дальше для всей семьи, и он ему не дал. Точно так же, когда мы кушаем, мы уже съели свой обед, ничего не осталось, но то удовольствие, что мы получили, что мы видели, это остается надолго с нами. Es gibt noch einen Mann, der heißt Brod. Er war Schaliach in New Jersey. Und einmal vor Yom Kippur, seine Frau hat Kinder bekommen. Und er hat nicht bekommen Leckach. Es war ein Tag von Sukkot. Und Brod ist ein bisschen chutzpedicker Mensch, ein bisschen frischer Mensch. Aber frisch, zwischen gutem Geschmack und positiv. Weißt du, was ich meine? Nicht ein Chutzpenjak auf den negativen Aspekt. So mutiger. Und er hat geklopft auf die Sukka, wo der Rebbe sitzt. Man macht nicht sowas. Er hat geklopft und der Rebbe hat geöffnet.
Und er gesagt, Rebbe, ich habe nicht bekommen Leckach, ich habe nicht bekommen Honigkuchen. Weil vor Yom Kippur hat meine Frau ein Kind bekommen. Der Rebbe hat ihm gesagt, soll er gehen in Bäckerei und soll er sich kaufen. Ein Stückchen Kuchen. Aber am Oscheiner Rabbe, am letzten Tag Sukkot, der Rebbe hat noch einmal verteilt Leckach. Und seitdem, es ist geblieben, schon 12 Jahre, dass der Rebbe verteilt immer zweimal Leckach. Einmal Erev Yom Kippur und einmal letzter Tag von Sukkot, Oscheiner Rabbe, morgen. Warum? Wegen die Chutzpe vom Brot. Brot war so Chutzpe und wegen ihm bekommen wir. Was lernen wir davon? Wenn einer hat etwas nicht bekommen, soll er probieren noch einmal. Vielleicht hat er eine Chance. Und wenn es hat nicht geklappt, zweites Mal soll er probieren, dritte Mal. Und wenn es hat nicht geklappt, dritte Mal soll er versuchen, vierten Mal. Was lernen wir? Sollen wir nie aufgeben. Und in dem Moment, wenn es hat dir gelungen, wegen dir wird Gutes passieren, auch viele andere. Wegen die Chutzpe vom Brot haben viele Jiden später bekommen, Leckach, noch eine Chance, auch bei Oscheiner Rabbe, beim Sukkot. Один человек жил, его фамилия была Брод, и он не сумел вовремя получить свой кусочек хоник лека, потому что его жена родила детей перед праздником. И когда праздники закончились, уже прошли, он все равно решил попробовать свой шанс. И он постучался к Ребе, который был в Сукке, потому что уже начался праздник Суккот, и попросил у него пирога. И он сказал, что он может себе купить у кондитера. Но это послужило тому, что после этого случая уже в течение 12 лет раздается 2 раза хоник лека на Ерев Йом Кипур и на последний день Суккота. Что это за история такая, что когда мы чего-то не получаем, мы не должны сдаваться, мы должны постоянно пробовать и пытаться достичь своего, быть смелыми в своих решениях и стараться идти и добиваться того, что нам нужно. Und jetzt kommt letzte Geschichte, die hat mich persönlich sehr gut gefallen, weil ich finde die Geschichte sehr berührend und stark. Es war, und die Geschichte habe ich gehört von der Mensch selbst, der hat das erzählt in Öffentlichkeit. Sein Name war Yitzhak Flachser. Er ist geboren in Polen. Als er war 12 Jahre und halb, seine Eltern wollten ihn schicken zu einer Yeshiva, zu einem religiösen Internat, Institut. Aber es war ganz, ganz weit weg. Wo muss man mit dem Zug fahren? 1-2 Tage. Und die Eltern haben ihm gegeben schon Tfilin für seine Bar Mitzwa. Und seine Mama hat ihm gegeben so eine Dose von Kekse. Und sie hat ihm gesagt, Ingele, das ist Kekse vom Zuhause. Du sollst den Geschmack haben von deinem Elternstub. Aber ich habe eine Bitte. Bitte diese Kekse nicht essen, nicht anfassen bis deine Bar Mitzwa. An dem Tag, wo du Bar Mitzwa bist, gehst du in die Synagoge, legst du deine Tfilin, nach dem Davnen öffnest du diese Metalldose. Judo. Wie? Judo. Jude? Judo. Was ist Judo? Wunder. Gut, du öffnest diese Kiste, diese Blech, und dann nimmst du die Kekse, die Mesoines, und du feierst mit allen. Gut. Der Junge ist gekommen zu dieser Stadt und er hat geschlafen in so einer Fabrik mit vielen Leuten. Als kommt seine Bar Mitzwa, er nimmt seine Tfilin, er nimmt die Dose von der Mama, er kommt in die Synagoge. Nach dem Gebet öffnet er die Dose. Er sieht, die Dose ist leer von Kekse. Es ist voll mit Steinen. Aber es gibt noch einen Zettel von seiner Mutter. Sie schreibt, liebe Ingele Yitzhak, heute ist dein Bar Mitzwa.
Ich weiß, dass die Kekse sind nicht mehr da. Entweder jemand hat das bei dir geklaut oder dein Geduld konnte nicht so lang bleiben bis deine Bar Mitzwa, dass du das isst. Aber in jedem Fall, ich habe gewusst, dass du bleibst ohne Kekse. Und du bist bestimmt jetzt traurig und mit großer Sehnsucht nach Hause. Und du vermisst stark deine Mutter und deinen Vater. Ich habe nur eine Bitte. Diese Liebe, diese Sehnsucht, diesen Geschmack, was du hast jetzt zu deinen Eltern, das sollst du alles geben auf Gott. Weil wenn du unsere Liebe Gott schenkst, das ist unsere Belohnung. Das ist unsere Freude. Und du sollst wissen, dass wir dich stark lieben und auch vom physischen Abstand unserer seelischen Liebe hat keine Grenze, deine Mama. Und er hat gezeigt, alle Leute, diesen Brief und er sagt, weißt du jetzt, warum bin ich so ein großer Mann geworden? Weil die Kekse sind weg. Weil ich habe verstanden, dass in dieser Welt, wenn jemand will wirklich steigen und mit Gott zu verbinden, soll er seine ganze Liebe zum Gott schenken und nicht zum Kekse von Mama. Ицхак Флаксер. Ицхак Флаксер был рожден в Польше, и когда ему было 12 лет, он отправился изучать Тору. И мама дала ему с собой в дорогу, эта школа была очень далеко от дома, туда надо было 2 дня ехать, она ему дала с собой целую такую жестяную большую коробку с домашними выпечкой, с кексами, и сказала, что это тебе, но не ешь их, это вкус дома, когда будет у тебя бар-мицва, когда ты наложишь тфилин, когда ты помолишься, тогда ты можешь открыть тогда эту коробку и всех угостить, и сам попробовать. Так он и поступил, он приехал в этот город далеко от дома, ему приходилось спать где-то в каких-то местах, где была какая-то фабрика. И когда настал день его бар-мицвы, и он наложил тфилин, и в синагогу принес с собой кексы, и после молитвы хотел всех угостить, он открыл эту коробку и увидел, что там только камни, и что ничего нету. Но под камнями была записка, было письмо от мамы, в котором она написала, что сегодня день твоей бар-мицвы, и что, скорее всего, нету этих кексов в жестяной коробке, или потому, что ты не вытерпел и их уже съел, или потому, что у тебя их украли. Но то чувство любви, которое ты испытываешь к нам, к родителям, вот сейчас, в данный момент, ты должен пронести это чувство безграничной любви к Богу. И это будет для нас самая лучшая благодарность. И когда он вырос, и прошло много-много лет, он сказал, что он стал только благодаря этому большим человеком, что этих кексов не оказалось в жестяной банке, и что свою любовь надо посвящать Богу, а не любви к кексам. Meine Damen und Herren, unsere Schuhe ist zu Ende. Vor dem, dass wir geben einen riesigen Applaus zu Natalia für ihre tolle Übersetzung. Ich erzähle euch noch einen Witz. Wollt ihr noch einen Witz? Ja. Ja. Es war einmal ein reicher Mann, der hat so einen kleinen Teich mit Krokodilen. Ja. Und er hat gesucht eine Junge für seine Tochter. Und er hat gesagt, wenn eine kann schwimmen schnell diesen Teich ohne Probleme mit den Krokodilen, er kann bei mir wünschen, was er will. Gut, sind viele Jungs gekommen, plötzlich eine schwimmt, ta-ta-ta-ta-ta, kommt zum Schluss ganz geblutigt raus und sagt der reiche Mann, schön, was kann ich dir geben, was willst du haben? Sagt er, ich will wissen, wo ist der Meschugener, der hat mir ins Wasser gestopft. Er will wissen, wo ist der Meschugener, der hat ihm ins Wasser gestopft. Ja, ja, ja.
один богатый человек имел дочку на выданье, и у него был большой пруд с крокодилами, и он сказал, тот смельчак, который переплывет этот пруд с крокодилами, тот может у меня просить всего, чего хочет. И вдруг он видит один молодой человек, их собралось очень много, быстро проплыл этот пруд, выходит весь в крови. И богатый человек ему говорит, о, я вижу, ты такой смелый, ты можешь просить у меня, чего ты хочешь. Он говорит, у меня единственный только вопрос, где тот сумасшедший, кто бросил меня, толкнул в воду? О, блай бале гизун. Я?